Hallöchen zusammen, ist mal wieder ich, euer Garten- und Küchenfuchs. Die heiße Jahreszeit ist angebrochen. Ich habe dieses Jahr schon Unsummen in Speiseeis investiert und haben mir dann überlegt, es wäre doch eigentlich billiger, wenn ich mir selbst ein Eis machen würde. Ja. Das hier ist mein erstes selbstgemachtes Joghurt-Eis. Es war ein bisschen lang in der Eismaschine. Eventuell muss ich auch hier und da noch ein bisschen an der Rezeptur feilen. Das ist jetzt auch nur ein Test. Das ist jetzt mehr ein Frozen-Joghurt. Ein sehr stark gefrorener Joghurt mit Sahne. Ja. Wie ich dazu gekommen bin, zeige ich euch gleich. Aber auch wenn es noch nicht perfekt ist, es schmeckt wahnsinnig lecker. Ist auch nicht zu schwer, wie manch anderes Supermarkteis. Durch den Joghurt, der da drin ist. Kurzer Hinweis vorab. Wenn ihr keine Eismaschine habt, könnt ihr so ein Eis trotzdem selber zubereiten. Ihr müsst nur ungefähr einmal in der Stunde das Eis aus dem Gefrierfach holen, aus dem Gefrierschrank, aus der Gefriertruhe, wo auch immer ihr es drin stehen habt. Und müsst es dann aufschlagen mit dem Handrührgerät Gerät. Ist ein bisschen aufwendiger, da geht es mit der Eismaschine leichter. Viel Spaß! Als erstes wird ein Becher Sahne, 200 Gramm Sahne, einfach steif geschlagen. Und ja, einfach steif geschlagen. Da müsst ihr mir jetzt nicht zuschauen. Ihr wisst, wie man Sahne schlägt. Als nächstes brauche ich einfach einen Becher Joghurt mit 3,5% Fett. Da gebe ich jetzt schon mal die Sahne rein, die steif geschlagene. Lecker, lecker, feini, feini. Ich liebe Sahne. Da einfach noch ein bisschen Zucker, weil mit Zucker lacht das Leben. Ja, das reicht. Und jetzt wird einfach die Sahne mit dem Zucker unter den Joghurt gehoben.
betone, das hier ist der erste Versuch, ein Joghurt-Eis zu machen. Ja. Den Eisbehälter, den habe ich bereits gestern Abend vor ungefähr 20 Stunden in den Gefrierschrank gestellt, dass er auch richtig gut gefroren ist. Da fülle ich jetzt einfach die Masse ein. Ja, gestern geliefert, heute gibt es schon ein Video. Das, was jetzt dann kommt, ist von Eismaschine zu Eismaschine unterschiedlich. Da müsst ihr euch halt nach den Herstellerangaben richten. Und dann wird das schon. Die Masse ist echt lecker. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal eine halbe Stunde laufen und ja, dann mal schauen, ob oder ob nicht. Ob schon fertig ist oder ob nicht. Der Countdown läuft, das Joghurt-Eis ist gleich fertig. Hier der Countdown ist abgelaufen. Kurz ausschalten. Jetzt probiere ich erstmal, ob es schon gut ist. Ja, ist ein bisschen zu gut. Es waren ein paar Minuten zu viel. Okay. Ich versuche das Ganze jetzt umzufüllen in einen Behälter. Und ja, dann schaue ich weiter. Oh, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Macht's gut. Also wieder. Ciao, ciao, shalom und goodbye. Macht's gut. Tschüss.